Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Heute wegen den Heat, den habe ich letztens, glaube ich, schon mal gespielt. Ich habe den Sound ein bisschen lauter gemacht. Wenn es zu laut ist, müsst ihr euch beschweren. Weil es wurde sich öfters mal beschwert, dass es zu leise ist. Von daher habe ich es ein bisschen lauter gemacht. Ja, gerne Feedback dazu, dann weiß ich Bescheid. Kann natürlich auch die eine Hälfte es gut finden, die andere Hälfte schlecht, dann ist es schwierig, aber wir gucken mal. So. Ja. Schwierig. Eher schwierig. Also Elite will ich nicht spielen. Also irgendwie in dem neuen Interface wirken die alten Avatare der Spezialisten irgendwie schäbig, oder? Bin ich da der Einzige, der so sieht? Ich hätte gerne eine Sledgehammer, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann, ey. Aber er ist langsam auf jeden Fall. Ich könnte natürlich auch offensiv spielen. Das wird eine Katastrophe auf jeden Fall. Habe ich schon mal auf jeden Fall gesagt? Auf jeden Fall, oder? Ja. Stellen es mal einseitig auf, hätte ich gesagt. Ich hoffe, es kommt nicht gleich ein Missile Strike oder sowas, dann habe ich ein Problem. Ja, ich probiere mal was. Das ist Potenzial, auf jeden Fall viele Punkte mich zu kosten, was zu probieren, aber hey. Hat Crawler dazu geholt, ist natürlich nicht hilfreich, weil es gleich mein Tower weg ist. Aber es wird eh eine Katastrophenrunde, also brauchen wir uns keine Illusionen machen. Ja, mehr wird's nicht. Also massiv viel Schaden in der ersten Runde, weil ich aber die furchtbarsten Einheiten überhaupt habe gegen das, was er hat. Aber so ist es manchmal. Das hilft jetzt natürlich ein wenig. Das hilft sogar sehr, relativ viel, hätte ich gesagt. Ich könnte auch den Rhino nehmen. Probier es mal hiermit. Der Gedanke ist, dass der hier direkt auf die Kollegen schießt. Und dann packen wir eigentlich gerne Panzer geerdet, habe ich erzählt, aber gibt's nicht. Schalten irgendwas frei, weil wir es können, und dann überlegen wir ganz kurz mal. Ja, so gehen die auf jeden Fall da drauf. Das sollte passen. Dann können wir jetzt noch hier Crawler adden. So, einfach nur was haben in der Mitte. Ich kann ja auch von der Seite reinlaufen lassen, damit. Ja, ich glaube, machen wir es mal so. Weil ich hätte ganz gerne schon einen Flankenschutz hier. Er hat sich für den Ufo entschieden. Kann man auch machen. Okay, wäre super, wenn meine Marksmen das Ufo killen würden. Göttlich. Den Rest sollte der Scorpion eigentlich hinkriegen. Mal gucken. Genau, alles zum Scorpion laufen, perfekt, dann kriege ich noch gleich einen Debuff dazu. Besser könnte es gar nicht laufen, gerade vom Timing her die Runde. Ah ne, es könnte auch besser laufen.
werden alle auf meinen Panzer einloggen müssen. So sterben ein paar Crawler. Aber ist okay. So. Redeployment ist ein verdammt guter Skill. Jetzt bin ich Supply und er ist was? Giant SPC. Okay, das sollte ich jetzt nicht unbedingt ignorieren. Ich nehme mal Redeployment. Ich hätte gern einen zweiten davon auf jeden Fall. Oder. Ich glaube, den Redeployen auf jeden Fall in irgendeiner Form. Vielleicht weiter hinter, vielleicht irgendwie ganz anders. Mal schauen. Einen zweiten holen wir auf jeden Fall. Ich könnte auch darüber packen. 150. Ich noch 250 über. Könnte ich noch zweimal Schaff adden. Fällt mir eigentlich ganz gut der Gedanke. Machen wir so. Hier noch einmal Schaff. Dann können wir euch auch hinten adden, gell? Wenn wir trotzdem wieder redeployen. Wieder hier hin. Und dann da noch einen Crawler dazu. Ne, davor. Ach, keine Ahnung. Scheiße, den davor machen müssen. Ich glaube, es ist noch rechts da. Ja, es passt. PS3 ist okay. Könnte sich ausgehen. Ich habe halt keine Ahnung, ob jetzt hier weiter in den die R-Geschichte committed oder nicht. Wäre schon, dass da noch mal ein Schuss rauskommt. Noch ein Schuss. Ne, kommt nicht mehr. Lieber für mich weg. Okay, aber der Arclight ist damals noch der Panzer am Start. Und der Oberlord natürlich. Aber die Marksmen regeln das. Das Mobile Battleship und das hier ist jetzt nicht die coolste Sache, die ich mir jetzt hier überlegen konnte. Hätte auch Redeployment genommen. Und das hat er verkauft. Glaube ich, skippe hier mal. Die kriegen wohl alle Level. Ob ich Anti-Air schon ausgeben will, bin ich mir wieder nicht so ganz sicher. Dann hier mal einen Fang auch hinsetzen, hätte ich gesagt. Vielleicht einen Ticken weiter hinter, dann geben wir denen mal Reichweite. Holen nochmal einen Marksman. Holen nochmal einen defensiven Crawler hier, falls hier das Battleship hinkommt. Können es natürlich auch einfach da in die Ecke packen. Ne? Machen wir hier noch einen Satelliten hin, weil die ist halt noch nicht geschützt. Und der müsste dann eigentlich das hier gesaved bekommen. Machen wir es mal so. Schalten noch irgendwas frei. Und die Zeit ist rum. Okay, jetzt wird den hier anvisiert, aber er ist trotzdem auf die Crawler gegangen anscheinend. Komm, ein Schuss noch. Jetzt, der Schuss war wichtig. Aber die Overlords sind nicht blöd. Jetzt kann ich auf jeden Fall das Anti-Air-Upgrade ausgeben, denke ich. Da scheinen die Overlords committen zu wollen. Und die Overlords sind definitiv ein Problem, stand jetzt. Ich glaube, ich gewinne trotzdem die Runde. Jupp. Yep.
Nochmal redeployen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber der musste jetzt erstmal weg, hä? Der kann mal hier hin. Dann holen wir nochmal einen Crawler mehr. Die kriegen natürlich alle Upgrades. Auch nochmal einen Crawler hin, warum nicht? Splittet dann auch ein bisschen. Dem wollte ich Anti-Air geben, habe ich gesagt. Wir holen wieder eine weitere Einheit, keine Frage. Überleg gerade, wenn ich hier den Satellit gebe, dann müsste der eigentlich einmal hier was Wichtiges anvisieren. Dann lassen wir hier auch nochmal aus der Flanke ein paar Crawler nachholen. Kommen. So rum, wollte ich es formulieren. Und dann geben wir einfach nochmal Damage aus. Ja, die mache ich dann nächste Runde wahrscheinlich da weg. Mal gucken. Okay, hat sich für Replika entschieden. Das ist ein Problem für mich. Muss ich jetzt auch drauf reagieren, aber kein Problem. Die Runde werde ich verlieren, keine Frage. Relativ hart sogar. Auch schuldet dem, dass er aber die besseren Einheiten hat. Unglücklich, dass er genau jetzt da den Vulk hinstellt, wo ich einen Satelliten hatte. Ne? Das ich. Ich überlege gerade, ob ich hier nochmal, doch nochmal was hinstelle, aller dieses Kalibers. Ein bisschen Interception wäre auch echt nett. Ja, hier irgendwas zu haben gegen das Viech wäre echt gut eigentlich, aber ich kann, ich bin gerade so unkreativ. Ich glaube, wir machen einfach mehr Crawler. Versuchen hier irgendwie so eine Überzahl zu erreichen. Eben mal Speed aus und gucken, was passiert. Na ja, gut, das ist massiv auf die Scheiß. Ich hab nochmal die scheiß Barrier, ist ja auch bodenlos hier wieder. Aber hier müssten meine Crawler gewinnen eigentlich. Problem ist, ich habe keine Luftabwehr mehr. Ja doch, habe ich noch. Mal gucken, ob es klappt. Es wird knapp auf jeden Fall. Debuff wäre wichtig zuerst, ja. Klappt. Aber es wird trotzdem knapp. Jetzt kriegt er erstmal einen Debuff, in der Zeit kann er mir fast alles vernichten, richtig. Aber der Debuff kommt. Ja, die Crawler kommt rein, Ripkicker geht los. Okay, Overlord stirbt noch immer, das ist wichtig. Ja, es ist halt, Giants sind halt jetzt hier die bessere Wahl, leider.
Asozial. Okay, das habe ich gebraucht. Müsste der auf den hier gehen. Die kriegen Missile-Abwehr. Müsste auch auf den da gehen. Dann holen wir noch mehr davon. Brauchen wir mehr Power auf allem jetzt, hier hätte ich gesagt. Dass wir wegbomben können, bomben wir jetzt einfach mal weg. Drüben auf jeden Fall noch einen dazu stellen. Will ich Missile-Abwehr aufbauen? Teuer, wenn es schief geht, gell? Soll ich mal erstmal Upgrades. Reichweite brauche ich gar nicht so unbedingt. Hat einen Vulcan dann gesetzt. Mal gucken, ob es klappt für ihn. Ne, hat nicht geklappt, habe ich mir gedacht. Aber nächste Runde klappt es halt. Da ist mein Marx mit den Trüben verbrannt, der wäre wichtig gewesen. Aber er hat auch massiv investiert, die Runde, ne? Muss man mal sagen. Und auch mal klappt das halt nicht, was er gemacht hat. Senior Tech ist hier das Beste. Die leveln auch nochmal sehr schön. Die haben gelevelt. Der hat auch gelevelt. Den kann ich aber redeploy. Die Frage ist, stelle ich hier einen Panzer hin oder stelle ich hier die gleich irgendwo leveln? Ich glaube, ich stelle lieber einen Skorpion hin. So. Ich muss ja vor allen Dingen Upgrades verteilen auch. Hilft ja alles nix. Ich setze da hinten nochmal einen. Der setzt da bestimmt jetzt. Oder ich setze da auch. Ach, keine Ahnung, was er hinsetzt. Das geht mal, dass er auf den Satelliten geht, vielleicht. Dann wird es funktionieren, wenn er jetzt auf einfach darauf geht. Hier hinten nochmal einen Vulkan hinsetzt, habe ich ein Problem. Mal gucken. Ah, genau. Jetzt gewinne ich dann nämlich wieder wahrscheinlich. Und jetzt replizieren die sich hoffentlich. Genau. Aber manchmal bin ich schlau. Mal gucken, ob es reicht, weil ich halt jetzt Probleme habe mit der Missile-Abwehr. Aber es reicht. Ja, doch, es reicht. Oh. Der muss sterben, bitte. Und bevor er zuschlägt. Yes! Der Satellit hat sich gelohnt. GG. Okay. Habe ich den einfach komplett ignoriert die ganze Zeit? Bin ich so bescheuert?
Ich hab den eben letzte Runde ganz übersehen gehabt, gell? Der war schon die zweite Runde da. Hat keiner von euch gemerkt. Alles klar. Ja, hier der Launcher Overload wäre super gewesen für ihn, damit er halt meine Missile-Abwehr hier übersättigen kann. Ja, also ich hatte hier spekuliert, ne? Und ich habe dann richtig spekuliert und er hat versucht, hier mit einer Missile das zu lösen. Ja. Meine Crawler waren einfach super strong und dann konnte ich halt super replizieren, hatte überall massenhaft Crawler. War schon spannend. Ja gut, also da habe ich nicht richtig aufgepasst, dass der hier war. Hat ja irgendwie geklappt, aber es hätte auch ganz gut schief gehen können. Naja, so ist das manchmal. Und von daher, nichts von daher, Glück gehabt. Ich sage danke fürs Zuschauen, gerne ablassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.